Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ja, ich habe die Pyrenäen jetzt hinter mir, beziehungsweise nicht ganz, bin noch in diesem Gebiet, bleib auch noch eine Zeit, aber die Überquerung und den meisten Spaß habe ich hinter mir. Und ich muss sagen, ja, die Überquerung und die Pisten da zu fahren und Tunnelanlagen, habe ich ja im letzten Video gezeigt, hat mich mehr begeistert, als jetzt hier auf einem Stellplatz zu stehen. Das ist, oder wie in dem Falle, Campingplatz. Und ja, also von der Fahrerei her hat der VW sich gut gemacht, hat super geschaltet, 17,5 Liter hat er gebraucht im Durchschnitt. Jut, ging aber auch 20% hoch, ja, und wieder runter. Und ach, ja, ich habe es ja schon eingeblendet. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, die Strecke. Ich würde das immer wieder machen. Ist wirklich ein Abenteuer. Und aber nicht mit einem großen Auto. Da würde ich von abraten. Siehst du ja auch kein einziges. Ja, weil da bist du nach, weiß ich nicht, in Frankreich auf der Seite, bist du nach 10 Kilometer, bist du schon, wie soll ich sagen, bedient. Ja, das war mit dem neuen hier war das schon eine Herausforderung. Aber du bist halt wendiger, du kannst rückwärts setzen, ausweichen, du kannst wenden, das kannst du sicherlich mit dem großen Auto auch, ist aber hier und da leider nicht möglich. So, und ja, nach 3 Tagen Durchqueren der Pyrenäen und Flüsse gucken und Seen gucken und also das war schon, ist schon eine tolle Natur hier, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so vom Hocker reißt. Ich habe Rehe gesehen, die waren so groß wie Pferde, ja, also ganz toll. Wirklich, also das hat mich echt, kann ich nur empfehlen. Man kann natürlich auch mit einem großen Wohnmobil auf der spanischen Seite die Pyrenäen befahren. Das geht, weil hier der Straßenbau viel größer, viel besser, viel mutiger ist als in Frankreich. In Frankreich hast du so das Gefühl, naja, das reicht uns aus. Da haben wir die letzten 50 Jahre nicht viel dran gemacht. Und das ist auf der spanischen Seite ganz anders. Ich bin ja jetzt auf der spanischen Seite. Oberhalb von Zaragoza auf einem Campingplatz, den habe ich mir ausgesucht, weil ich wollte mal 3 Tage in einem Stück bleiben, weil wir waren ja eine ganze Woche unterwegs, wir waren ja jeden Tag irgendwo anders, was das Auto ja auch ausmacht. Ich habe ja alles dabei und so, aber ich wollte auch dem Fahrzeug mal ein bisschen Ruhe gönnen, ja, weil der hat sich wirklich, also an 2 Tagen aus dem Fenster gelegt, der VW, da hier wird nichts. Also der hat, den habe ich da geknüppelt, der ist gefühlt 5 Jahre gealtert, gefühlt. Aber sowas müssen heutzutage Motoren und Maschinen und Antriebe natürlich durchhalten. Der Allradantrieb hat mir auf ein paar Pisten sehr gut getan und ich bin froh, dass ich das Auto gekauft habe. Das ist einfach im Nachhinein der richtige Weg, bis auf der Platz. Ne? Aber das wisst ihr ja, da kennt ihr mich ja für. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Trotzdem habe ich alles dabei. Also ich will mich mal nicht beschweren. Es ist natürlich immer blöd, wenn du von einem riesengroßen Auto auf ein kleines wechselst. Das ist immer doof. Normalerweise läuft das ja andersrum. Ne? Du fängst mit einem kleinen Auto an, steigerst das und irgendwann hast du ein ganz großes. Ja, dann empfindest du das natürlich als, oh ja, das ist ja echt eine echte Steigerung. Aber wenn sich dann die Bedürfnisse ändern, und das Gebiet, was du befahren willst, weil du das vorher nicht eingerechnet hattest oder hattest das ja nicht auf dem Schirm, ja, dann ändern sich Dinge und dann bist du mit so einem Auto viel, viel besser aufgehoben. Ja? Also wenn ich irgendwann mal von den Pyrenäen und von der, ich weiß nicht, wie die anderen Alpen alle heißen, die Schnauze voll habe, dann komme ich mir wieder ein größeres Auto. Das steht schon fest. Aber im Moment bleibe ich auf jeden Fall bei diesem Auto. Ich bin nach dieser Reise, die ja gerade erst angefangen hat, so begeistert. Und da kann man echt nicht meckern. Wirklich nicht. Das ist einfach klasse. Ja? Dieses Automatik und dieses Allrad und dieser 2 Liter Biturbo. Also muss man wirklich sagen, wenn der jetzt auch noch standfest ist, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt 16.000 Kilometer runter, da ist er gerade erst eingefahren. Ich habe dem aber schon Ölwechsel gegönnt und habe alle Dinge nachkontrollieren lassen. Der ist ausgelesen worden, da hatte ich ja im August schon gemacht. Ja, jetzt bin ich hier auf dem Campingplatz. Der hat sogar ein Schwimmbad dabei, das beheizt. Ja, wow.
beheiztes Schwimmbad. Ich musste Brille ausziehen. Wir sind nicht gut, da 25, 26 Grad drin. Der Pool ist beheizt, auch groß genug, war ich gestern Abend noch drin. Ich wollte das mal kurz zeigen. Wir haben, oder der Platz hat im Sommer einen großen Außenpool mit Kinderbecken oder separatem Kinderbecken. Aber im Winter geöffnet, komplett, das ganze Jahr, inklusive beheiztem Pool. Ich blende das zwischendurch alles ein, was ich jetzt hier noch so am Rande gefilmt habe. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, Pyrenäen ist es im Winter immer ein bisschen kälter, als wenn du jetzt an der Mittelmeerküste bist. Aber ich muss sagen, heute ist windstill, morgen scheint doch wieder komplett die Sonne. Heute ist es ein bisschen, oh, das ist doch klasse, das Wetter. Also ich kann mich nicht beklagen. Ja? Ich hatte im August in Kroatien 40 Grad. Ja, da läuft dir morgens um 10 Uhr schon die Suppe bis ganz nach unten. Aber das weiß man ja genauso gut, als wenn du hier hinfährst im Winter. Hier hast du, also jetzt sind es 15 Grad hier und gestern Abend waren es sogar nur 7. Gut. Die Heizung in meinem Auto läuft hervorragend. Warmes Wasser haben wir auch. Es war zu essen im Kühlschrank. Also, bis hierhin alles richtig gemacht. Ja, also ich fahre jetzt weiter. Wir werden Richtung Saragossa fahren und da einige Orte rechts und links besuchen. Und ja, einfach mal laufen lassen. So einen richtigen Plan habe ich nicht. Aber wenn ich schon mal unterwegs bin mit meinem Wohnmobil, wo ich ja auch alle Dinge drin habe, die ich brauche unterwegs, und ich bin autark, dann berichte ich natürlich davon, das ist doch klar. Ja, gestern habe ich mir einen Stromanschluss gelegt, weil der hier ist hier inklusive. Und das ist ja auch ab und zu mal ganz nett zu testen, ob Ladegerät noch anspringt. Das weiß man ja alles ja nicht. Ne? Das ist ja monatelang, bin ich ja vom 230 Volt befreit. Und hier war der Stecker direkt auf dem Platz. Du kriegst aber nur 10 Ampere. Ja, was heißt 10 Ampere? 10 Ampere sind auch 2000 Watt. Circa. Ja, so, dann habe ich meine Landstrombegrenzung habe ich auf 10 Ampere eingestellt und hatte zwischendurch Kaffeemaschine laufen und zwei Ladegeräte. Genau. Und da war ich bei 2250 Watt und dann sagt mein Multiplus von Victron Unterstützung. Also, auch das sollte man ab und zu noch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das heißt, er hat sich aus dem Netz diese 2000 Watt genommen und die 250, die ihm noch fehlten, zu den 2250, hat er auch von der Batterie genommen. Mixt das Ganze und schickt das dann auf die 230 Volt Steckdose. Perfektes System, vor allen Dingen automatisch, du brauchst nichts zu machen. Du stellst das einfach nur ein auf diesen Wert. Ja, du kriegst ja hier eine Rezeption mitgeteilt. Hier, du kannst maximal 10 Ampere abnehmen oder 2000 Watt. Und halt dich dran, sonst schlägt die Sicherung um und du hast keinen Strom mehr. Und rauskommen tut im Winter auch nicht jeden Tag jemand. Gut, so eine Sicherung wieder hochzuschieben, das kriegen wir alle hin, wenn man dann an den Stromkasten kann. Ja, ihr wisst, was ich meine, haben wir alle schon erlebt. Insofern ist so eine Landstrombegrenzung natürlich Gold wert. Ja, alle Batterien sind voll, alle Ladegeräte laufen und du kannst trotzdem 2,5 kW Leistung oder 2500 Watt abnehmen, obwohl du nur 2000 Watt aus der Steckdose kriegst. Das ist schon geil, weil die geliehenen 500 Watt, die du aus der Batterie nimmst, um 2500 Watt zu bedienen, die lädt das Ladegerät ja im Anschluss wieder drauf. Also kriegst du aus dem Netz trotzdem wieder diese. Also das ist schon ein geniales System, läuft bei Victron auch störungsfrei. Aber wie gesagt, Leute, die natürlich autark sind und auch dieses Wohnmobil autark betreiben, haben natürlich nicht oft die Möglichkeit, das mal zu testen. Ja, aber es funktioniert einwandfrei. Das nochmal am Rande. Ich zeige das aber demnächst nochmal. Wir sind in Saragossa. Ich glaube, der Platz hat Strom. Da werde ich das nochmal vorführen. Machen wir ein extra Video drüber. Ich guck mir jetzt die Umgebung nochmal an, räume gleich die Fahrräder wieder in die Heckgarage, denn es soll morgen früh weitergehen. Wir haben schönes Wetter. Wir fahren Richtung Saragossa, bleiben aber noch unterhalb der Pyrenäen. Also bleibt dran, ich melde mich gleich nochmal. Bis später. So, ich bin jetzt hier auf der Zufahrt von dem Campingplatz. Und eins wollte ich noch sagen, das hatte ich eben vergessen. Hier fließt aus jeder Ecke oder von jedem kleineren Berg, Hügel, Wasser. Das ist der absolute Wahnsinn hier in den Pyrenäen.
Ja, die treten auch über die Ufer. Man sieht, wie viel Wasser hier eigentlich reingehen kann. Bei Schneeschmelze ist nämlich hier und da ist das relativ kritisch. Und das ist jetzt ein kleiner Bach. Ich zeige euch aber gleich nochmal, da bin ich. Den großen Bach nenne ich den mal. Also du hast, warte, ich gehe jetzt mit euch mal hier lang. Ja, das kannst du kilometerweit machen hier. Hier sind auch jede Menge Forellen drin. Und die sind auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob die vorher mal in Tschernobyl gewohnt haben oder gelebt haben. Die sind riesig groß. Also so große Forellen, so groß wie ein Hecht, 70, 80 Zentimeter gefühlte, habe ich nie gesehen. So habe ich mich dann mal belesen. Also ist für die Gegend ganz normal. Hier gibt es die größten Forellen in ganz Europa. Das sind ja Wildforellen, ne? Wir reden jetzt nicht über gezüchtete, sondern Wildforellen, Bioforelle. Und die müssen ganz fantastisch schmecken. Ja, ich habe die Tage noch einen Termin bei einem Anglercamp. Da habe ich mich mal gemeldet. Ich hoffe, dass ich da eine Antwort bekomme. Dann fahre ich nämlich da mal hin. Mal eben. Dann kriegst du so eine geführte Tour. Der führt dich dann an so ein paar Hotspots, wo auch Fische drin sind, also gerade Forellen, weil hier gibt es auch ein riesengroßes Camp, aber da gibt es nur Karpfen und so. Karpfen ist überhaupt nicht mein Fall. Mehr so Raubfische wie Forelle, Zander oder Hecht, also das ist so mein Ding. Weil ich kenne ja auch viele Raubfische aus Kroatien, da wird auch nächstes Jahr wieder ein Thema werden. Ja, jetzt fahren wir mal an den großen Bruder von dem hier und dann gucken wir uns das mal an. Hier im Hintergrund zu sehen, eine massive Felswand von den Pyrenäen. Ich, wie gesagt, blend das mal ein, wo ich hier bin auf dem Campingplatz. Dann kann man sich auch bei Google die Berge hier mal anschauen. Ja, mit so einem E-Bike Q habe ich mir gekauft. Ich bin sehr zufrieden damit. Wie gesagt, da gibt es ein spezielles Video drüber. Elektroantrieb, hier in den Bergen, fantastisches Fahrrad. Und von hoher Qualität. So, ich gehe jetzt mal hier runter. Mal schauen, ob mir das hier gelingt. Unfallfrei. So, und das ist der große Bruder, wo ich von sprach. Hier ist natürlich jetzt wenig Wasser drin. Das ist aber normal. Habe ich mir sagen lassen. Warte, ich gehe lieber hier rum. Ja, hier kannst du natürlich ganz schnell abrutschen. So, das ist übrigens der kleine Bach von eben, der hier reinfließt. So, und hier haben wir mindestens 200 Meter Flussbreite, wo jetzt nicht viel drin ist. Aber wehe, hier ist Schneeschmelze, dann kannst du hier dein blaues Wunder erleben. Hier musst du auch immer sehr aufpassen und ich wollte das mal zeigen. Wie gesagt, hier gibt es jede Menge Hotspots für Forellen und so weiter. Und wer Flüsse mag oder kristallklares Wasser, das kannst du im Prinzip hier aus dem Fluss saufen. Ohne Probleme. Also würde ich jetzt machen. Weil ich weiß, wo es herkommt. Ja, hier, klar, kannst du das Wasser nicht mehr haben. Ist natürlich eiskalt, das ist klar. Das kommt aus den Bergen. Ja, da muss man sich bei wenig Niederschlag immer wundern, wo das ganze Wasser noch herkommt. Weil das ist ja auch nicht wenig, was jetzt hier gerade fließt. Denn da hinten, da gibt es noch einen breiteren Fluss bzw. Ebene. Da sieht man auch das Wasser richtig strömen. Also da hinten haben wir noch mehr Action. Ja, wie gesagt, Leute, das war der zweite Teil von meiner Reise in die Pyrenäen. Ich werde noch ein paar Tage bleiben und werde dann auch die Anreise zu neuen Plätzen und Erkundigungen mitten in Spanien. Da habe ich nämlich auch noch eine kleine Wüste, die ich da gerne noch anfahren möchte. Ich muss hier mal eben um den Fußboden gucken. So, und da berichte ich natürlich auch drüber und über den Rest ist ja sowieso klar. Jetzt wünsche ich euch erstmal ja, eine schöne Zeit. Ich mache mir die hier auch. Und ich berichte demnächst mal
wieder über alles. Wenn ihr sowas hier nicht verpassen wollt, dann müsst ihr hier unten auf den Button drücken, abonnieren, dann auf die Glocke, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn es von mir ein neues Video gibt. Und das Ganze ist kostenlos. Da braucht ihr keine Bedenken zu haben, einfach auf Abonnenten gehen, auf Abonnieren gehen, so ist kostenlos. Dann auf die Glocke, damit ihr die Freigabe noch erteilt, eine E-Mail zu bekommen, wenn ich ein neues Video habe. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNSTV.